Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute wieder mit einer freien Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft mich an oder mailt unter domian@wdr.de. Erster Anrufer heute Nacht, Christian. Und Christian ist 32 Jahre alt. Hallo Christian. Hallo. Hallo Christian. Guten Abend, Jungs. Ja. Weswegen hast du angerufen? Ich habe angerufen aus dem Grund, weil ich gerne Frauenkleider anziehe. Mhm. Damenunterwäsche oder... Also richtige Kleider. Also richtige Frauenkleider. Also Röcke. Ja. Und so weiter. Ja, und Damenstiefel. Stiefel, Pumps. Mhm. Ja. Wie lange machst du das schon? Seit 10 Jahren. Ja. Lebst du alleine oder bist du verheiratet? Ich lebe im Moment alleine. Mhm. Ziehst du die Sachen nur zu Hause an oder gehst du damit auch raus? Also ich ziehe die nur in der Wohnung an oder ich gehe damit in Bordells. In Bordells? In Bordells, ja. Was machst du in Bordells damit? Und dann da? Dann habe ich also Sex mit anderen Frauen dann. Ach so. Also wir halten fest, du bist nicht homosexuell. Nein. Du bist ein heterosexueller Mann, den es antornt, Frauenkleidung anzuziehen. Ja. Und wenn er sie schon mal anzieht und rausgeht, geht er gerne dann in ein Bordell, um mit einer Frau Sex zu haben. Ja, genau. Mhm. Aber nur, du gehst nicht zum Einkaufen als Frau? Nee, das nicht. Ich gehe nicht zum Einkaufen damit. Mhm. Die Klamotten, also kaufst du ja wahrscheinlich auch die Unterwäsche, ne, von Frauen, also das ganze Programm. Ja, genau. Also sowas. Britzest du dich so im Gesicht auch auf und Haare, Schminke und sowas? Fingernägellack? Nee, sowas tue ich nicht. Das tust du nicht? Mhm. Wie ist denn das, wenn du da ins Bordell kommst und bist als Frau angezogen, siehst aber oben im Gesicht aus wie ein Mann, lassen die dich da rein? Ja. So ohne weiteres? Ich schon daran, ja. Kennen die dich schon, oder? Ja, die meisten kennen mich schon. Ja. Die Sachen, die du trägst, wo kaufst du die ein? Also in der Stadt. Und ist dir das peinlich, wenn du da bei C&A oder Kaufhof, Karstadt, weiß ich wo, da deinen Rock anprobierst? Das kostet das schicke Eigentlich Kostüm. Nicht. Bitte? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aha. Nee. Weiß das jemand? Ja, meine Eltern wissen das allerdings. Mhm. Ich habe mit ihnen auch darüber gesprochen. Ja. Und die finden das soweit in Ordnung. Ja. Hattest du denn, du sagst, du ungefähr 10 Jahre machst du ja. Das, ne? Mhm. Ja. Früher hast du es nicht gemacht. Nee, früher nicht. Nur ich hatte mit 7 Jahren schon mal von meiner Mutter, also Stiefel angezogen. Ah ja, so fängt es meistens an. Ja, ja. Mhm. Hattest du denn in dieser Zeit, in den letzten 10 Jahren mal eine Beziehung? Nee, bis jetzt noch nicht. Überhaupt noch gar keine Beziehung gehabt? Überhaupt noch keine. Aha. Keinmal verliebt gewesen? Nee. Und ich bin auf der Suche nach einer festen Frau. Mhm. Und ich möchte auch gerne also damit Schluss machen, dass ich die anziehe, die Sachen. Ah, das heißt, du irgendwie leidest du darunter, oder möchtest du das machen? Ja, genau. Ich leide darunter. Warum leidest du darunter? Ich möchte endlich eine feste Beziehung haben. Und ein normales Leben führen. Ja, genau. Warum lässt es dann nicht ganz einfach sein? Nur ich habe auch das Problem, dass ich also eine 50%ige Behinderung habe. Ach so, dann ist es noch schwieriger, jemanden zu finden. Ja, genau. An meine Sprachbehinderung und an meine Feinmotorik. Ja, wobei die Sprachbehinderung sich sehr in Grenzen hält, ne? Wir unterhalten uns ja ganz normal. Ja. Ja. Sag mal, diese Frauenkleider, wenn du die anziehst, ja. Ist das für dich auch sexuell erregend? Ja, das schon. Das schon. Mhm. Ja. Hast du denn schon mal so für dich gesagt, okay, komm, jetzt höre ich ab, ich verbrenne den ganzen Kram, Schluss aus, ich mach's nicht mehr? Hast du schon mal so Anläufe unternommen? So, was hat dich mal unternommen? Nur, ich
bin bis jetzt immer also darauf zurückgekommen. Mhm. Wie versuchst du denn, Frauen kennenzulernen? Ich hatte schon mal bei einer Lebenshilfe versucht, Frauen kennenzulernen, aber bis jetzt ohne Erfolg. Mhm. Oder über das Radio bei Jus 89.4. Ja. Da lief immer der abends die Sendung, ja, dass man da Frauen kennenlernt, aber... Bist du im Internet? Hast du einen PC? Nee, sowas habe ich nicht. Hast du nicht? Mhm. Ich habe also bis jetzt nur ein Handy. Was hast du bis jetzt nur? Nur ein Handy. Handy? Mhm. Ja. Mhm. Hast du einen Job? Arbeitest du? Ja, ich arbeite bei der Stadtcast. Ach so. Wie wär's denn dann mal, wenn du dir, ich meine, so teuer ist das ja heutzutage nicht mehr, wenn du dir mal einen PC anschaffen würdest? Ich meine, das sind ja immer gute Möglichkeiten, auch für Leute in deiner Situation andere Menschen kennenzulernen. Ja, also sowas habe ich mir auch schon gedacht. Ja. Das ist jetzt nur so eine praktische Überlegung. Die andere Überlegung ist, wenn du sagst, du willst davon weg und irgendwie leidest du darunter, finde ich, müsste man das ernst nehmen. Ja. Und vielleicht steckt da dann doch noch eine ganze Menge andere Dinge hinter, die du irgendwie in den Griff kriegen solltest. Wärst du denn bereit, zu einem Psychologen zu gehen, eine Therapie zu machen? Ja, sowas habe ich mir auch schon mal vorgenommen, ja. Ja, um einfach mal irgendwie neuen Wind in dein Leben zu kriegen oder mal, Denn so kann es ja nicht weitergehen. Nee. Wie oft gehst du zu Prostituierten? Also einmal im Monat. Mhm. Das ist ein reiner Sex und danach fühlt man sich wahrscheinlich sehr einsam, ne? Ja, genau. Mhm. Christian, ich würde mal vorschlagen, dass du jetzt mal gleich mit meiner Psychologin noch ein bisschen plauderst. Ja. Mit der Magdalena. Vor allen Dingen bezüglich eventueller psychotherapeutischer Hilfe, wie du das machen könntest. Ja. So, das ist eines. Das andere würde ich an deiner Stelle sagen, ich spare mal ein bisschen und kaufe mir einen billigen PC und gehe ins Netz. Und mach mich da mal ein bisschen kundig. Und da gibt es so viele Foren und Möglichkeiten, sich mit Menschen zu unterhalten und in Kontakt zu kommen. Habe ich schon viele interessante Sachen hier gehört in der Sendung. Ja. Ja? Ja, lieber Christian, dann legst du mal bitte auf und Magdalena, meine Psychologin, ruft dich gleich an. Okay? Ja. Okay, gut. Tschüss. Ich bedanke mich und wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Danke, Christian, dir auch. Und viele Grüße. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben gleich 1:08 Uhr, tiefe Nacht. Die Nacht von Freitag auf Samstag. Wir machen eine gute Minute jetzt Musikpause und dann schaltet sich das Fernsehen dazu. Bis gleich. Da sind wir auch im Fernsehen. Willkommen, ihr Lieben. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio in der Nacht von Freitag auf Samstag. Schön, dass ihr da seid. Wir sind im Fernsehen ein bisschen später, bitten das zu entschuldigen. Aber nun sind wir da und ich freue mich, dass ihr da seid.
Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, über Privates, über Gesellschaftliches, über Politisches, wie auch immer, dann meldet euch bei mir 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Jetzt bin ich verbunden mit Bastian. Bastian ist 44. Hallo Bastian. Ja, hallo Domian. Hallo. Deswegen rufst du an? Mir ist heute Morgen was ganz Schreckliches passiert. Ich bin Glas- und Gebäudereiniger. Ja. Und wir haben uns alle noch getroffen, haben die Arbeit eingeteilt. Mhm. Mein Kollege und Freund, wir beide mussten nach oben, haben also diesen Fahrstuhl benutzt. Diesen Fahrstuhl, wo man dann eben Fenster putzt von außen, diesen Lift. Und es gibt da bei uns in Hamburg, beim großen Boss da, gibt es dann eben eine große Versicherung, die auch die Ecken dann geputzt haben wollen. Das heißt also, es war diesmal nicht so wie mit Fensterputzen, sondern auch eben die Rahmen machen. Mhm. Und er hat sich nicht richtig abgesichert und ist abgestürzt. Aus welcher Höhe? Ich weiß das jetzt nicht so ganz genau. Wir waren, glaube ich, beim 15. Stock. Beim 15. Stock? Hm? Du hast den Sturz gesehen? Ich war gerade neben ihm. Ich wollte ihn noch fragen, ob er mir neues Wasser holt. Ich bin, ich bin vollkommen fertig. Weil das glaube ich. Du hast das ja alles gesehen, dann auch, wie er aufgeschlagen ist unten. Ich habe das Aufschlagen dominieren ist nicht das Schlimme. Ich war ja auch noch im 15. Stock. Ich war ja in diesem Stuhl. Ich war ja draußen und hat an der Seite noch die Fenster geputzt. Ich habe den Aufprall nicht nur gehört oder nicht mehr gehört. Ich habe nur seinen verzweifelten Schrei gehört. Thomas, hilf mir. Hilf mir. Das konnte er. Bastian, hilf mir. Das heißt, das konnte er noch sagen in dem Moment. Ja. Da sind also ein paar Sekunden vergangen, bevor er dann abstürzte. Was hast du denn dann gemacht in dem Moment? Das ist ja die Hölle. Damian, ich weiß es nicht. Ich stand da einfach nur. Ich stelle mir das gerade vor, man kennt das ja, wenn so Gebäudereiniger an den Hochhäusern außen ranhängen. Wie lange hat das denn gedauert, bis du denn da rauskamst dann in das Haus und von der Außenwand weg? Damian, das ist nicht so, das ist nicht das Schlimme. Es dauert natürlich die Zeit, wo du den Stuhl wieder hochholst. Aber es ging nicht nach unten. Ich konnte nicht nach unten, sondern es geht nach oben. Mhm. Der Stuhl wird immer nach oben hochgehoben. Es geht auf dem Dach. Ach so, ja. Das heißt, du hingst da in deiner Gondel quasi. Genau. Und wahrscheinlich, wie lange? Wahrscheinlich weißt du das gar nicht genau, einzuschätzen. Ich weiß nicht, wir waren zwischen dem 16. und 15. Stock. Ich musste eben nach oben. Da oben war überhaupt gar keiner. Ich musste also dann unsere Luke dann aufmachen, wieder nach unten. Dann die Treppen runtergehen. Und überhaupt irgend so ein, Entschuldigung, Domian, Arschloch von diesem Büro aufmerksam machen, dass mein Kollege eben abgestürzt ist. Das hat ja niemand bemerkt? Nein, hat das keiner. Bist du dann nach unten gefahren mit dem Aufzug? Ich bin nach oben gefahren mit dem Aufzug. Dann in die Luke rein, weil es nach unten nicht geht. Da war eine ganz große Baustelle und da konnten wir mit diesem Fahrstuhl, sag ich jetzt mal so, glaub nicht runter. Also ich musste nach oben, weil das Seil auch nach oben ging, also in die Luke rein. Aber irgendwann bist du... Dann die Treppe runter. Ach so. Dann irgendjemand mal im Büro anklopfen, hallo, da ist was passiert. Ruft sofort die Polizei an, weil uns verboten ist, als Glas- und Gebäudereiniger in dieser Schale zu telefonieren. Zu nehmen. Bei der Höhe muss man nicht fragen, ob er nur verletzt ist. Er ist natürlich gestorben dann daran. Ich sitze hier jetzt gerade auf der Kantstante. Entschuldigung, Domian. Aber wir sind auch ziemlich befreundet. Wir kennen schon seit dem Kindergarten.
Hast du ihn denn, als du dann irgendwann auch mal unten warst, hast du den Anblick auch noch ertragen müssen? Ja, ich musste doch sagen, dass er alles ist, der abgestürzt ist. Das musstest du sagen? Ich meine, das war doch dann irgendwann klar, dass da ein Gebäudereiniger abgestürzt ist. Ja, ich hab's doch aber gesehen. Das heißt, du hast die Polizei hat doch gefragt, der Krankenwagen war doch gleich da. Und die Polizei hat doch gefragt, haben Sie was gesehen? Wie ist das passiert? Das heißt, also ich bin natürlich gleich mit Ihnen ins Krankenhaus gefahren. Ist er noch ins Krankenhaus gekommen? Ja, ich sitze doch gerade an der Ecke. Aber dein Haus. Ja. Ich darf ja im Krankenhaus nicht mit dem Handy telefonieren. Ach, jetzt verstehe ich das erst. Aber dein Kollege ist doch nicht mehr ins Krankenhaus gekommen. Mit der Höhe ist man doch tot. Ich bin mit ins Krankenhaus gefahren. Ja. Sie haben ihn eingeladen. Ich habe den Notarzt gefragt, darf ich mitfahren ins Krankenhaus? Und er hat mich mitgenommen. Er hat mir doch nichts gesagt. Ich saß doch vorne. Ich weiß doch nicht, was hinten im Notarztwagen los gewesen ist. Und du sitzt jetzt auf den Stufen vor einem Krankenhaus? Ja. Betreut man dich denn da psychologisch nicht? Das Schlimme ist ja, ich bin ja sowieso schon, ich bin gerade jetzt erst 3 Monate in dieser Firma. Wir haben uns auch in diesen 3 Monaten auch wirklich kennengelernt und er war wirklich der beste Kumpel. Also, ich glaube, dass du unter einem absoluten Schock stehst. Und ich vermute fast, dass man dich ins Krankenhaus gefahren hat, um dir zu helfen. Und jetzt lässt man dich da sitzen. Ich möchte das auch nicht. Ich hab auch schon vieles, wie gerade eben erwähnt, ich bin auch nicht gerade psychisch so drauf. Ich möchte da nicht irgendwie psychisch behandelt werden. Nein, aber es geht ja darum, du hast ja nur etwas Extremes erlebt, wirklich was ganz Extremes, dass man sich adäquat ordentlich um dich kümmert. Ich möchte Folgendes machen, bitte leg du mal auf und wir werden dich jetzt sofort anrufen. Und wir werden uns um dich kümmern oder wir werden uns darum kümmern, dass man sich um dich kümmert. Ich bin so fit. Das glaube ich. Ich verspreche dir, dass du innerhalb von 30 Sekunden zurückgerufen wirst, wenn du jetzt sofort auflegst, okay? Okay. Okay, so machen wir es, ja. Jetzt geht es weiter mit dem Werner. Der Werner hat aufgelegt, oder die Leitung ist zusammengebrochen. Dann machen wir weiter mit Frage meiner Regie, mit dem André. Und André ist 44 Jahre. Hallo, André. Hallo, Domian. Ja, hallo, André. Guten Morgen. Ich rufe an wegen dem Thema von gestern. Und zwar, da zeigte er sein wahres Gesicht. Muss ich erstmal ganz kurz meine Geschichte erzählen, um darauf zu kommen, ganz knapp. Ich war in der DDR, wollte mit 20 aus der DDR abhauen. Ja. Und mit meinem Kumpel zusammen. Die haben uns dann in der Nähe von Hamburg, also auf DDR-Seite, auf der Elbe, vor der Elbe gekriegt und dann eben in Untersuchungshaft gebracht. Ja. Und wir hatten jetzt aber vorher ausgemacht, wir ziehen die Sache auf alle Fälle durch. Wenn sie uns kriegen, dann brechen wir aus. Ja. Und wir waren so blöd und haben es dann auch gemacht. Und da haben sie uns dann natürlich wieder gekriegt. Und dann haben wir natürlich eine härtere Strafe bekommen. Dass euch das überhaupt gelungen ist, da auszubrechen? Ja, ist uns gelungen. Ist ja schon eine Leistung, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall bin ich dann nach Bautzen 2 gekommen. Und ich war die ersten 5 Jahre war ich in Einzelhaft. 5 Jahre? Ja, 5 Jahre. Fünf Jahre in der DDR in Einzelhaft. In Bautzen 2, ja. In Bautzen 2, genau. Weil du das Land verlassen wolltest. Ja, nicht weil ich das, natürlich wollte ich das Land verlassen. Ja. Wir sind ja ausgebrochen und wir haben auch noch 2 Wärter als Geiseln genommen. Einer ist so schwer verletzt worden, dann, dass er später gestorben ist. Also das war jetzt nicht eine einfache Republikflucht. Ich verstehe. Das heißt, ihr habt den so misshandelt, diesen Wärter? Nee, nicht misshandelt. Warum ist er dann... Er wurde angeschossen. Von wem? Wir waren 4 Mann ja. Und einer von uns war das, ich weiß nicht. Das heißt, zumindest einer war bewaffnet. Wir waren alle bewaffnet. Alle bewaffnet. Wir haben denen ja die Waffen abgenommen. Okay, erzähl mal weiter. Bitte? Ja, erzähl mal weiter, ja.
Ja, und naja, auf jeden Fall, uns hat dann ein Sondereinsatzkommando aus Berlin haben sie dann geholt, nach Frankfurt-Oder. Mhm. Und die haben uns dann überwältigt und dann, die Strafen waren klar, drei Mann haben lebenslänglich bekommen und einer 13 Jahre. So, ich auch lebenslänglich nach Bautzen 2 und nach 5 Jahren dann, als meine Einzelhaft aufgehoben war, bin ich dann in einen anderen Spezialbereich gekommen. Also das war dann nicht mehr Einzelhaft, sondern Isolationshaft. Und da waren zwei andere gewesen. Und der eine hat mir auch ziemlich schnell erzählt, weswegen er drinnen war. Und das war versuchte Vergewaltigung mit versuchtem Mord. Ja. Und der andere, der wollte mich rausrücken mit der Sprache. Ja. Und auf jeden Fall habe ich dann zu ihm gesagt, ja, pass auf, ich möchte gern wissen, mit wem ich hier zusammen bin. Ich habe dir erzählt, warum ich hier bin. Und erzähl du mir mal, warum du hier bist. Der hieß Mario, war ein ziemlich netter, unscheinbarer Typ, ganz ruhig, hat fast nie was gesagt und ich habe den anderen dann gefragt. Und der meint, der hat mir auch nie was gesagt, ich weiß nicht, ich weiß bloß, er ist wegen Mordes hier. Ja. Naja, auf jeden Fall, dann habe ich Mario bearbeitet und so nach einem knappen halben Jahr, ich habe immer wieder gefragt, ne? Da hat er sich dann schließlich erweigen lassen und hat zu mir gesagt, okay, komm heute Nacht, heute Abend nach. Man muss sich so vorstellen, wir waren drei Mann, drei Zellen, aber in einem Bereich. Das heißt, wenn Aufschluss war am Morgen, dann sind wir in diesen Bereich rausgekommen und waren den ganzen Tag zusammen und abends ist dann jeder wieder in seine Zelle eingegangen. Ja, verstehe. So, auf jeden Fall, dann hat Mario gesagt, komm nach der Arbeit in meine Zelle und dann trinken wir einen Kaffee zusammen und dann erzähle ich es dir. Ja. Dann war ich gespannt. Ja. So, und dann sagt er, aber du musst mir versprechen, dass du jetzt, also, dass sich zwischen uns nichts ändert. Weil ich habe nämlich schlechte Erfahrungen gemacht. Da habe ich gesagt, nein, mal hundertprozentig nicht. Das bleibt alles so, wie es... Das sind wir aber auch gespannt. So, naja, und dann meint er, ich bin nicht wegen Mordes hier. Und dann meine ich, ja, weswegen denn? Dann meint er, ja, wegen... hat er rumgerüstet, dann meine ich, wegen Doppelmordes. Dann meint er, nein. Aber sowas ähnliches. Dann meine ich, ja, wegen dreifachen Mordes. Meint er, nein. Dann habe ich gesagt, wegen vierfachen Mordes, nein. Dann meint er, wegen fünffachen Mordes. Wegen fünffachen Mordes. Ja, und als er das dann gesagt hat, ja, da war, als ob er irgendwie so eine Barriere durchbrochen hätte und hat mir dann alles erzählt, im Detail. Also er war bei der NVA, er war auch erst 20 oder so, nicht? Oder 19, als er das gemacht hat. Ja. Und na, auf jeden Fall den ersten, das hat sich alles in Neubrandenburg abgespielt. Da war er bei der Armee gewesen. Und das erste Opfer waren besoffen auf der Parkbank. Ein junger Mann, den hat er, also mit dem Fadenmesser, hat er abgestochen. Und den zweiten? Und hat er mir erzählt, so wie das danach dann alles war, nicht, was er für Angst gab an der Kaserne dann, dass ihn... Also, lass uns mal die Fälle, sonst dauert zu lange. Auf jeden Fall hat er dann, die anderen waren alles Kinder. Weil er hat Kinder gestanden. Genau. Als Kinder, vier Kinder umgebracht? Genau, darunter zwei Geschwister. So, dann sitzt du vor so einem Kerl, der dir das gesteht. Wie reagiert man dann? Was sagt man dann? Das war schrecklich. Ich habe abends, ja, also ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich habe kein Auge zugemacht und weil vor allen Dingen mir, in meinem Innern ist ja auch alles so abgelaufen, weil er mir das so erzählt hat. Ne? Wie bist du denn dann weiter mit diesem Mann umgegangen? Ihr wart ja nun sehr auf sehr engem Raum. Ja, das war das Problem. Ich hatte ihm ja versprochen, dass ich nichts ändern würde. Ja. Aber ich konnte es nicht. Ja, es hat sich also was geändert. Natürlich, total. Was hat sich geändert? Hast du weniger Kontakt mit ihm gehabt? Bist du auf Distanz gegangen? Ja, ich habe dann nach ein paar Tagen konnte ich nicht mehr mit ihm reden. Und das hat dann so ungefähr ein Jahr lang gedauert. Fast ein Jahr haben wir kein Wort miteinander gewechselt. Wie lange wart ihr insgesamt dann in dieser... War noch bis zur Wende. Ja, wie viele Jahre insgesamt? Also ich war dann mit ihm noch 3 Jahre zusammen. Also die letzte Zeit war dann ja quasi Funkstille zwischen euch beiden. Ein Jahr lang. Ein Jahr lang und danach haben wir dann, dann habe ich zumindest dann wieder mit ihm geredet. Was ist aus dem Mann geworden, weißt du das? Absolut, ja, der müsste ja 20 Jahre rum haben. Der müsste ja, entweder sitzt er noch oder ist, ja. Ja, ich nehme mal an, dass er noch sitzt. Ja, da ist die Maske vom Gesicht gefallen, ne? Das Thema, das war unser Thema gestern. Genau, vor allen Dingen. Das ist ja, weil er vorher so freundlich war und so unscheinbar und niemand, den sieht man, das ist klar, man sieht den Menschen das sowieso nicht an, ja. Aber ihm hätte man es ganz besonders nicht angesehen. Fünffacher Mord, davon vier Kinder ermordet. Genau. Danke für deinen Anruf, André, alles Gute. Alles klar, okay, ciao. Tschüss.
So, nächster Versuch mit Werner von gerade. Hallo Werner, 54. Hallo Domian. Ja, jetzt bist du da. Ja. Schön, Werner 54 und hier steht noch Anke 31. Die sitzt neben mir. Wer ist das, deine Freundin? Ist meine Frau. Das ist deine Frau. Domian. Deswegen ruft ihr an, wo rufst du an? Ich höre dich schon jahrelang und hab's auch schon über andere Themen öfter versucht, dich mal zu erreichen. Mhm. Und mich freut es mehr oder weniger heute Abend, dich mal zu sprechen. Mhm. Mich freut es auch, dass du da bist. Und nach meinen Vorgängern fällt es mir schwer, auf mein Thema zu kommen. Ich bin seit April verheiratet, zum zweiten Mal. Mit Anke? Ja, wir sind seit 99 zusammen. Mhm. Wir hatten tagtäglich Sex miteinander, der uns auch sehr gut gefallen hat, beiden. Ja. Und haben im April geheiratet. In der Hochzeitsnacht lief nichts mehr. Ich höre dich nicht. Nee, ich höre nur zu. Ich bin ganz baff. Und bis zur Hochzeitsnacht lief alles? Ja. In der Hochzeitsnacht nicht mehr? In der Hochzeitsnacht nicht mehr. Und danach nur noch gelegentlich, woraus meine Frau jetzt zum zweiten Mal schwanger geworden ist. Mhm. Und jetzt, seit sie schwanger ist, also hat sie gar kein Bedürfnis mehr. Mhm. Und ich komme da überhaupt nicht mit zurecht. Wie gesagt, wir haben jeden Tag wirklich super Sex miteinander gehabt und uns verstanden. Hättest du denn Lust? Ja. Du hättest immer Lust gehabt, weiter. Und das bringt große Probleme mit sich. Meine Frage war, du hättest schon immer Lust. Ja. Ja. Okay. Und ich weiß, meine Frau auch, aber die hat irgendwelche Barrieren. Ich weiß nicht warum, weswegen. Dann, sie schiebt es halt auf die Schwangerschaft, ja. Ja, das würde ich mal nicht so lapidar sagen. Das kann ja nun auch sein. Das ist ja auch oft bei Frauen so, dass sie entweder besonders große Lust haben oder überhaupt keinen Bock haben auf Sex. Gib mir doch die Anke mal, wo sie schon neben dir sitzt. Werde ich machen. Ja. Ja. Hallo Anke, schön, dass du da bist. Grüße dich. Ja, jetzt habe ich das gerade gehört, was Werner gesagt hat, erzählt hat. Seit 99 kennt ihr euch. Ja. Bis dahin alles gut gelaufen im Bett. Ja. Dann habt ihr geheiratet und in der Hochzeitsnacht war es schon nicht mehr so doll. Erzähl du mal von deiner Warte aus, wie du das erlebt hast. Ja, wir waren seit 99 sind wir zusammen. Ja. Waren zwischendurch jetzt 14 Monate getrennt. Mhm. Und hatten aber zwischendurch tagtäglich Kontakt. Mhm. Und sind jetzt wieder zusammen. Warum wart ihr getrennt? Streit, Kinder. Ja, also ihr habt schon ein gemeinsames Kind? Ein gemeinsames Kind und er selber hat aus erster Ehe 5 Kinder. Und die leben aber nicht bei euch? Sie haben 4 hatten zusammen bei ihm gelebt, aber 3 sind jetzt aus dem Haus. Und der Jüngste ist noch da, der ist jetzt 9. Ja. Und unser gemeinsames ist jetzt 5. Ja. So, es ist ja das Thema, dass irgendwas mit dem Sex bei euch nicht mehr so läuft wie früher. Hast du weniger Lust auf ihn? Ja, irgendwie durch die Schwangerschaft. Und vor der Schwangerschaft? Vor der Schwangerschaft so jeden zweiten Tag. Ihr habt im April geheiratet. Ja. Und seit wann bist du schwanger? Seit Ende Mai, Juni. Mhm. Und da eben so gut wie gar nicht mehr. Mhm. Kennst du das aus deiner ersten Schwangerschaft auch, dass du während... Nee, gar nicht. Gar nicht. Mhm. Jeden Tag. Mhm. Aber hast du ein Zärtlichkeitsbedürfnis und Gefühl deinem Mann gegenüber oder magst du ihn auch gar nicht im Moment so an dich rankommen lassen? Manche Tage gar nicht so ranlassen an mich. Mhm. Wobei, also ich bin ja nun nicht der Erfahrene in Sachen schwangere Frauen, aber das, was ich so mitbekommen habe, gehört habe aus dem bekannten Freundeskreis und auch hier in der Sendung, ist, dass das doch durchaus noch im Rahmen des Normalen ist, dass man, dass Frau da nicht so eine Lust auf Sexualität hat. Mhm. Vielleicht sogar so, dass sie gar nicht so Bock auf den Mann hat, dass sie den Mann gar nicht so wirklich auch nicht nah an sich herankommen lassen möchte. Ja, so Streicheleinheiten nicht, aber so nur einfach nur kuscheln. Das aber immerhin. Das ja. Ja. Ja, ich meine, seht das doch mal ganz entspannt. Nun wirst du erstmal weiter schön richtig schwanger und damit das Kind gut auf die Welt kommt und danach sieht man weiter. Ja. Warum ist das für euch so ein Problem im Moment? Er kommt mir damit nicht klar. Hm. Also du könntest sagen, okay, komm, ich krieg das Kind jetzt erstmal und dann
ist und dann sehen wir weiter, ja. So ist deine Einstellung. Ja. Ja, würde ich auch so sagen, Anke, wirklich. Mhm. Dann gib mir den Werner doch bitte nochmal, dann kann ich mit ihm auch nochmal ein paar Worte sprechen. Ja. Dir wünsche ich alles Gute. Danke. Für dich, für die Schwangerschaft. Hallo Domian. Ja, hör mal, ich finde, das klingt aber alles noch relativ normal, Werner. Ja, wenn man nachdenkt schon. Nur, ich habe tagtäglich meine Zweifel, ob meine Frau mich überhaupt noch liebt, weil sie lässt mich wirklich kaum noch an sich ran. Komm, wir machen nochmal einen schnellen... anbelangt, ja, auch nur Berührungen. Wir machen nochmal einen schnellen Wechsel. Gib sie mir nochmal schnell rüber. Jawohl. Hm? Ja. Anke, liebst du ihn noch? Hm? Liebst du ihn denn noch? Ja. Sagst du ganz klar und definitiv? Ja. Hm? Aber er scheint dir das nicht so richtig zu glauben. Nee, er glaubt es mir nicht mehr. Aber du sagst, da gibt es gar keinen Zweifel. Keine Zweifel. So, eine Frau, ein Wort und jetzt gibst du mir den Werner nochmal. Ja, okay. Hallo. Werner, das muss sie dann auch mal glauben. Und wenn sie im Moment nicht so Bock hat, dann ist es doch auch okay. Ich meine, du bist ja auch nur kein junger Spund mehr von 24. Hat recht. Ja, freut euch auf das gemeinsame Kind. Das auf jeden Fall. Und wartet mal ab, wie die Lage dann ist. Ich meine, wenn du jetzt zu sehr an ihr rumnorgelst und drängst und machst, dann... das ist das Problem, ja, dann macht man vielleicht noch mehr kaputt als das... Das ist das Problem, ja. Was wir haben. Das gibt Reibereien und Streitigkeiten. Ja. Ich meine, wenn sie im Moment nur Lust auf Kuscheln hat, okay, dann wird halt nur gekuschelt im Moment. Mhm. Und es kommen auch wieder andere Monate, wenn ihr früher so viel Spaß am Sex hattet, dann wird das sicherlich auch wiederkommen. Also erstmal würde ich da mir keinen Kopf machen, sondern nach vorne schauen und mich da ein bisschen zurücknehmen im kritischen Nachfragen. Mhm. Werner. Ja? In diesem Sinne. Alles klar. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss. Jawohl. Schön, Domian. Ihr Lieben, ich will euch mal an dieser Stelle auf etwas aufmerksam machen. Das WDR-Fernsehen hat in den letzten Wochen einen Doppeldeckerbus durch Nordrhein-Westfalen gefahren. Und da konnten dann die Bürger unseres schönen Landes hier einsteigen in den Doppeldeckerbus. Und da war eine Kamera installiert, so wie hier. Und dann konnten die Bürger Fragen an Politiker formulieren oder Kommentare über Politiker loswerden. Daraus sind mehrere Filmbeiträge geworden. Und jetzt im Anschluss an unsere Sendung gleich, nach 1 Uhr hier im WDR-Fernsehen, senden wir noch eine Folge von Stimmenfänger, so heißt die Sendung, wo die Menschen eben, wie gesagt, Politiker fragen oder Kommentare über Politiker loswerden. Das jetzt gleich im Anschluss an unsere Sendung um 1 Uhr direkt, um 2 Uhr direkt nach 2. Wir machen weiter mit Vanessa und Vanessa ist 21 Jahre alt. Hallo Vanessa. Ja, hallo Domian. Hallo Vanessa. Dein Thema. Ja, mein Thema. Ich treffe mich am Sonntag mit einer Frau. Soweit so gut. Ja, soweit so gut. Und man trifft sich manchmal mit Frauen. Ja, das tue ich sicherlich auch. Aber ja. Ich sag mal, da steckt schon etwas mehr dahinter. Ich hab's mir schon gedacht. Und ich bin mit der ganzen Sache so ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt. Erzähl mal den Hintergrund. Also du bist solo im Moment. Wie bitte? Du bist solo im Moment. Nein, bin ich nicht. Nein, bist du nicht. Bin ich nicht. Du hast einen Mann. Ich habe einen Freund, aber ja. Auch erst seit kurzem. Wie lange? Seit wann? Ja, seit 2-3 Wochen erst. Ach so. Also so. Hab den ganz, ganz frisch auch erst kennengelernt und eigentlich ist da soweit auch alles in Ordnung, sag ich mal. Ja. Und ich habe diesen Gedanken mit einer Frau mal irgendwie so schon seit Jahren eigentlich in mir. Und ich frage mich jetzt auf der einen Seite, warum das jetzt gerade jetzt kommt, dass ich das jetzt wirklich auch mal umsetzen möchte. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch nicht irgendwie da jemanden vor den Kopf stoßen. Also ihn in dem Sinne. Was ist denn das für eine Frau? Ja, was ist das für eine Frau? Ich habe im Internet eine Anzeige geschrieben. Aha. Also du bist richtig initiativ geworden. Ja, dafür. Ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt, aber ja, also ich habe eine Anzeige aufgegeben, eine Kontaktanzeige. Ja. Wir haben hier so eine Single-Seite direkt von unserer Stadt. Mhm. Weißt du noch den Text von der Anzeige, so grob? Ja, grob. Also ich habe geschrieben, dass ich halt neugierig bin, ja. Mit einer Frau mal was auszuprobieren. Ja. Und dass ich aber auch nicht lesbisch bin, sondern hetero. Und wenn sich was ergeben würde, dass das nett wäre und dass sich doch jemand mal bei mir melden sollte. Ja, und schwuppdiwupp hat sich dann auch gleich eine Schöne gemeldet. Hoffen wir mal, dass es eine Schöne. Ja, also es haben sich einige gemeldet, auch Pärchen merkwürdigerweise. Aha. Ja. Und sie hat mir auch gleich ein Bild mitgeschickt und das hat mich auch angesprochen, muss ich sagen. Ja.
Wobei ich dann auch irgendwie ein bisschen verwirrt war, weil sie auf dem Bild wesentlich jünger aussieht, als sie ist. Ja, wie alt ist sie? Das war schon mal der erste Punkt. Also sie ist 35, hat sie mir geschrieben. Ja. Ist es eine Lesbe? Das hat sie gar nicht gesagt. Also sie ist Thailänderin. Aha. Und ist da auch irgendwie so ziemlich schnell zur Sache gekommen. Also sie hat mir am einen Tag mir zwei E-Mails geschrieben. Mhm. Die erste E-Mail war nur, dass sie meine Anzeige gelesen hat und da Interesse hätte. Mhm. Und am Abend direkt nochmal eine E-Mail, dass sie Lust hätte auf ein reales Treffen und hat mir da dieses Bild mitgeschickt. Aber telefoniert habt ihr nicht? Nein, gar nicht. Warum dann nicht? Dann habe ich geantwortet. Also es war, wie gesagt, nur ein ganz kurzer Kontakt. Ja. Und habe erstmal versucht, ein bisschen was über sie zu erfahren. Habe ein bisschen erzählt von meinen Hobbys und meinen Interessen. Mhm. Und habe dann vorgeschlagen, sie könnte mir erstmal antworten und eventuell könnten wir uns dann ja irgendwie mal treffen. Mhm. Und sie sollte doch mir mal erzählen, wo sie vielleicht gerne hingeht hier in der Stadt. Mhm. Und ihre Antwort kam dann auch wieder direkt in zwei Sätzen nur zurück, von wegen, ja, möchte dich wahnsinnig gern kennenlernen, Sonntag, dann und dann, da und da. Wo da und da? Also du musst es mir jetzt nicht sagen. Bei ihr in der Wohnung oder in der Nein, in der Stadt. In der Bei einer Veranstaltung, die hier am Sonntag stattfindet. Ach so. Mhm. Und da würde ich sie treffen. Und ich weiß nicht, also irgendwie kommt mir die ganze Sache auch so ein ganz bisschen komisch vor. Ich weiß auch nicht. Ja, ich finde es auch, klingt ein bisschen seltsam. Warum telefonierst du denn nicht einfach mit der? Da kriegt man doch erstmal schon mal so einen Eindruck von einem Menschen. Ja, sie hat mir ihre Nummer auch nicht geschickt. Ja, dann sag doch ganz einfach, sie soll sie dir schicken. Das hatte ich ja gemacht in der E-Mail. Ich sag, wollen wir nicht erstmal Nummern austauschen oder irgendwie sowas? Mhm. Da kam gar nichts, da kam direkt der Vorschlag zu diesem Treffen. Mhm. Und ja, ich habe dann auch irgendwie ganz spontan dann irgendwie zurückgeschrieben, dass ich da hingehen werde. Ich würde es nicht machen, Vanessa. So von der Intuition her klingt alles irgendwie ein bisschen merkwürdig, finde ich. Irgendwie merkwürdig. Nun bin ich schon mal froh, dass sie vorgeschlagen hat, dass ihr euch da in einem öffentlichen Rahmen und Raum trefft und nicht irgendwo. Sonst könnte man gleich irgendwas Schlimmeres vermuten. Was denkst du denn, was da nicht stimmen könnte? Also ich weiß es nicht, aber es klingt ja irgendwie etwas merkwürdig, die Kommunikation. Ja. Ich würde jetzt, für Sonntag ist das geplant, ne? Ja. So, du ist ja morgen noch ein Tag, oder du kannst ja gleich nochmal dich an den Rechner setzen und schreibst, dass du dich nach wie vor gern vielleicht treffen möchtest, würdest wollen, aber gerne vorher ein Gespräch führen möchtest mit ihr am Telefon. So, und wenn das eine seriöse, normale, nette Frau ist, wird die sagen, ja klar, komm, lass uns telefonieren, hier ist meine Nummer. Oder du gibst ihre Nummer, du gibst ihr deine Nummer, wenn du das möchtest. Mhm. So, das ist aber ein Thema, ne? Da ist ja jetzt noch ein Thema, da ist ja ein junger Mann an deiner Seite. Ja, das stimmt. In den du dich ein bisschen verliebt hast. Ja, ich denke schon, also so ganz jung ist er ja auch nicht mehr, aber... Wie alt ist der alte Knacker denn? Ja, also der wird jetzt 36 nächste Woche. Oh, 36 schon. Ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, aber weißt du, was ich wirklich komisch finde bei dir, dass du gleichzeitig so zwei Kisten anleierst. Ja, ich finde das auch merkwürdig. Ja, das find ich auch nicht in Ordnung. Ich habe das ihm gegenüber auch angesprochen. Ja. Also nicht jetzt direkt, dass ich da eine Anzeige geschrieben habe, sondern... dass er das wissen sollte, dass ich da so ein Interesse habe. Ach so. Mhm. Und dass ich das irgendwann auch mal ausleben möchte oder einfach mal ausprobieren möchte, wie das dann ist. Mhm. Ja, also wie hat er reagiert? Also auf der einen Seite hat er gesagt, ja, das wäre schon irgendwie was anderes, als wenn es mit einem Mann wäre. Mhm. Dann natürlich dieser typische Spruch, ja, wenn ich zugucken darf, ist das in Ordnung. Mhm. Mhm. Und dann meinte er dann irgendwie, er hätte dann doch irgendwie Angst, also mich quasi überhaupt eine Frau an eine andere Frau zu verlieren. Mhm. Also er hatte Angst, dass irgendwie eine Beziehung daraus entstehen könnte. Klar, verständlich. Hätte ich die Angst auch. Natürlich kann da immer eine Konkurrenz entstehen. Für mich ist jetzt, oder an der Stelle würde ich mir die Frage stellen, was will ich denn jetzt eigentlich? Wenn du grundsätzlich die Erfahrung mit einer Frau machen willst, dann hättest du ja, du warst ja solo bis vor kurzem. Ja. Hättest es da machen können. Dann machst du aber jetzt nicht gerade, wenn du dabei bist, dich frisch in jemanden zu verlieben und von dem du sogar noch so eine Rückmeldung bekommen hast, dass der das eigentlich gar nicht so toll findet. Da würde ich die Finger davon lassen. Ja. Ist es denn so eine brennende Sehnsucht? Also ich weiß es nicht. Ich habe jetzt komischerweise, seitdem ich mich mit diesem Thema da jetzt irgendwie mal so innerlich beschäftige, habe ich da auch mehrfach solche Dinge geträumt. Mhm. Und, ja, vielleicht hast du ja wirklich eine bisexuelle Ader, dass du da irgendwie... Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe einmal, vor einigen Jahren, habe ich mal mit einer Frau rumgeknutscht. Mhm. Und das war eigentlich eine sehr schöne Erfahrung. Mhm. Ich habe mich aber nie getraut, jetzt irgendwie, sag ich mal, im reellen Leben mal irgendwie jemanden kennenzulernen. Ja. Weil ja jetzt irgendwie richtig in diese Szene da einzutauchen oder auf irgendwelche speziellen Partys zu gehen, das wollte ich auch nicht. Mhm. Und ansonsten wusste ich halt immer nicht so direkt,
wie mache ich das jetzt so? Ne? Also wie du es machst, weißt du ja jetzt. Es geht ja ruckzuck. Ja, ja. Ich vermute mal fast, dass sich die Sache mit Sonntag eh erledigt, wenn du der sagst, dass du erst telefonieren willst. Sagt mir so mein Bauchgefühl. Also ich habe ehrlich schon irgendwie den Gedanken gehabt, ob sie vielleicht irgendwie eine Prostituierte ist oder sowas. Oder ob da irgendjemand ganz anderes hintersteckt, der... Vielleicht. Der da vermittelt oder so. Ja, vielleicht. Irgendwie klingt es dubios. Sodass ich da erstmal bremsen würde und zumindest telefonieren würde. Grundsätzlich würde ich aber die Finger davon lassen, wenn ich an deiner Stelle in den Typ schon verliebt wäre. Und wenn du sagst, der fängt, es sind ja erst 2 Wochen, ist das noch gar nichts. Aber wenn du merkst, da ist schon, das ist jemand, der könnte mich interessieren, dann würde ich dir nicht gleich am Anfang vor den Kopf stoßen mit so einer Aktion. Würde ich mich zurückhalten. Oder du machst es einfach. Ich würde es ihm dann natürlich auch nicht sagen, denke ich. Ja, aber da fängt die ganze Sache mit einer Lüge an. Das ist auch nicht gut. Nee, das wäre schlecht, nee. Das stimmt. Ja. Bist du denn in denen schon ein bisschen verknallt? Ich sag mal, ich bin immer ein sehr realistischer Mensch. Also ich sage einfach mal so, wir haben uns kennengelernt und wir verstehen uns gut. Und wir haben schon ein paar Sachen zusammen unternommen und wir können uns super unterhalten. Und ich sag mal, das ist schon interessant für mich. Also okay. Ich sag mal, ich bin mal vorsichtig mit dem Verlieben so. Also es ist alles noch offen. Ja. So, da alles noch offen ist, hast du auch deine Freiheit zu machen, was du willst. Da das sich jetzt doch nicht so doll anhört mit dem Typ, wie du es gerade beschrieben hast, ist vielleicht jetzt noch die Chance, deine Erfahrungen zu machen und dann ist auch gut oder auch nicht. Aber das Wichtigste finde ich, dass du vorsichtig bist, auf was du dich da einlässt. Ja. Das finde ich ganz also wichtig. Also ich sag mal, wenn sie jetzt irgendwie da direkt irgendwo ein privates Treffen vorgeschlagen hätte, dann wäre ich doch überhaupt nicht bloß eingegangen. Bloß nicht. Nein. Ja. Mach mal den Testballon, lass den mal hoch mit dem Telefonieren. Jeder seriöse Mensch sagt, okay, warum nicht? Lass uns erstmal telefonieren. Wenn die da abblockt, stimmt was nicht. Ja. Ne? So, und was ja, weil es hat mich auch so wahnsinnig gewundert, weil sie hat ja nicht mal ein Bild von mir gesehen, gar nichts. Also sie hat sich direkt darauf eingelassen. So, und was mit dem Burschen ist, musst du entscheiden, wie wichtig der dir ist oder wichtig werden könnte, ob du gleich... sollte es eine Beziehung werden, mit so einer Lüge da reingehst. Oder vielleicht ist es nur eine relativ unverbindliche Sache, dann kannst du ja machen, was du willst. Dann musst du. Es ist sehr schwer, darüber zu reden, weil es so frisch ist, ne? Mit dem Mann. Ja, sicher. Ja. So, du bist vorsichtig, versprichst du mir? Ja, auf jeden Fall. Alles Gute. Danke dir. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr mich gerne anrufen wollt, dann macht das doch bitte oder mailt unter domian@wdr.de. Hinweis auf morgen. Hinweis betrifft unseren Promi-Talk. Morgen gibt es eine Wiederholung eines Promi-Talks, nämlich die Wiederholung des Besuches von Anke Engelke bei mir. Morgen im WDR-Fernsehen um 23.30 Uhr oder 23.45 Uhr, bin ich ganz sicher. Laila, 21 Jahre alt. Hallo Laila. Hallo. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Weswegen hast du angerufen, leider? Ja, mein Thema ist Fremdgehen. Und ich habe seit 2 Jahren einen Freund. Also das habe ich oder hatte ich, sage ich mal, so heute. Und ja, der ist mir ziemlich oft fremdgegangen. Er ist dir fremdgegangen? Ja. Nicht du ihm? Nein. Wie oft ist er dir in den 2 Jahren fremdgegangen? Oh, das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht genau. Aber von wie viel Mal weißt du es denn? 4-5 Mal. Denke ich mir, ja. Wie ist das rausgekommen? Ja, also im ersten Jahr war alles ganz schön. Also es war so, es fing so an, wir haben uns kennengelernt. Irgendwo hat er mir eigentlich so nicht unbedingt gefallen, sage ich mal. Aber ein bisschen schon, seine Art, sein Charakter. Und ja, da sind wir zusammengekommen und es war sehr schön, das erste halbe Jahr und danach auch, also das ganze Jahr. Und danach irgendwie, weiß ich nicht, also er hat es mir auch gar nicht anmerken lassen, ich habe das gar nicht gemerkt. Nur er war für mich nicht so, wie soll ich das sagen, die Beziehung wurde schon nach einem halben Jahr fest, aber irgendwo war ich mir doch nicht so ganz sicher, aber irgendwo war ich schon glücklich mit ihm, ich konnte auch nicht ohne ihn. Und ja, dann war ich in den Sommerferien im Urlaub. Und ja, danach kam ich auch zum Urlaub. Ich habe gar nichts so gemerkt. So, wir haben uns regelmäßig gesehen und alles. Und ich habe auch gar nichts gemerkt. Er war auch nicht so kühl, aber ganz normal wie immer. Und dann irgendwie habe ich, ein paar Mal habe ich ihn angerufen. Da war irgendwie sein Handy besetzt.
so um Spätuhrzeiten, wir haben abends telefoniert, so um 10, 11 Uhr vorm Schlafengehen meistens und war immer öfters lange besetzt. Da habe ich ihn drauf angesprochen, hat er mir irgendwie erzählt, dass er die Arbeitsstelle oder so anrufen muss. Also du bist ihm irgendwann auf die Schliche gekommen? Genau. Ja. Und da konnte er sich nicht mehr rauswinden. Genau. Mit wem ist er denn fremdgegangen? Mit irgendwelchen Frauen? Oder gab es mit irgendwelchen Frauen? So, du hast ja gerade gesagt, das war meine Beziehung. Die hat zwei Jahre gehalten. Das heißt, du bist nicht mehr mit ihm zusammen? Ja, das ist noch nicht sicher. Das ist ja jetzt vor 3-4 Tagen so aufgegangen, erstmal. Wegen dieser Fremdgeherei? Genau, weil irgendwie ist das dann passiert. Danach waren 6 Monate, denke ich mir mal, soweit ich das weiß, nichts, weil das alles okay. Da er hat mir dann vorgeworfen von wegen, ich hätte ihn ja nicht so ernst genommen. Ja. Also dass ich dann, und dann habe ich gesagt, okay, ich vergesse alles, dann machen wir alles nochmal von vorne. Mhm. Und da war wieder alles gut und danach irgendwie fing das wieder an. Mhm. Und danach, er hat das irgendwie dann so weit gebracht, dass er mir irgendwann mal angedroht hat von wegen, wenn ich ihm dann gesagt habe, ich gehe mit meinen Freundinnen weg, hat er gesagt, nee, du machst das nicht, das möchte ich nicht. Und wenn du das machst, dann gehe ich und lerne eine Frau kennen und weiß ich nicht was. Weil du mit deinen Freundinnen weggehen willst? Ja, manchmal hat es ihm irgendwie nicht gepasst, wenn ich mich öfters mit ihm getroffen habe und weniger Zeit für ihn hatte oder er mich einfach nur einengen wollte. Komische Drohung, ne? Wenn du mit deinen Freundinnen weggehst, dann reiße ich irgendwo eine Frau auf. Das ist eine komische Logik, ne? Du bist jetzt nicht sicher, ob du bei ihm bleiben sollst? Oder ob du endgültig Schluss machen sollst? Ich weiß nicht, ich habe es so oft versucht. Irgendwie weiß ich nicht. Jetzt vor kurzem, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das Gefühl ist zwiegespalten, vermute ich, ne? Ja. Teilweise sind da noch Gefühle? Ist das ja, so? Ja, viele. Aber es ist natürlich auch Skepsis da und Misstrauen. Ich kann nicht mehr vertrauen. Ich meine, das letzte Mal war jetzt, sagen wir, ungefähr vor 2 Monaten. Danach hat er mir versprochen. Er hat gesagt, es wird nicht mehr sein. Du bist die Einzige, die ich liebe. Und dann irgendwie habe ich ihm, ich habe ihm gesagt, ich habe kein Vertrauen zu ihm. Da habe ich ihn angesprochen, ob er mir nicht seine letzte Handyrechnung zeigen könnte. Er hat gesagt, dass er alle weggeschmissen hat. Da habe ich ihm gesagt, die nächste wirst du am 20. bekommen. Dann kannst du mir dir vorzeigen. Dann ist er ausgerastet. Dann habe ich gesagt, ja, dann sag mir die Wahrheit, dann will ich die Rechnung nicht sehen. Warum denn nicht? Da hat er gesagt, ja, ich habe vor einer Woche mit einer Frau telefoniert oder weiß ich nicht was. Also, was hören wir denn daraus? Wir hören daraus, dass der Knabe, glaube ich, nicht ehrlich ist und dass der Knabe sich nicht verändert, auch wenn er sich das, wenn er dir das immer wieder verspricht. Und dass sich die Situation nicht sehr viel bessern wird. So scheint mir das. Aber ich kann irgendwie nicht ohne ihn. Ich weiß nicht warum. Ich habe so oft versucht. Leider, weißt du, das ist immer so ein Satz. Dann musst du es aushalten. Irgendwann muss man eine Konsequenz ziehen. Irgendwann muss man sagen, nicht mit mir. Du kannst dich einmal verletzen, du kannst mir zweimal wehtun oder dreimal. Ich liebe dich sehr. Aber irgendwann ist gut. Und irgendwann muss man, um auch selbst den eigenen Stolz zu bewahren, darf man nicht immer wieder sagen, ich liebe den doch. Irgendwie ist es auch so. Ich schaue mich hier um. Ich lerne, es kommt ja auch Situationen, wo ich andere Leute kennenlernen könnte, andere Männer. Mhm. Aber irgendwie ist da so eine Blockade, weil ich mir immer wieder denke, keiner wird so sein wie er. Nicht vom Aussehen, sondern vom Charakter her. Ich weiß nicht, es ist irgendwie schon so eine Gewohnheit geworden. Ja, Moment. Was erzählst du mir denn? Mach dir doch mal klar, was für ein Charakter du mir gerade beschrieben hast. Du hast mir aber auf der anderen Seite... Ja, ich will gar nichts anderes hören. Es mag ja sein, dass das ein netter Kerl ist und dass der auch gute Seiten hat. Das ist ja alles in Ordnung. Aber in diesem Punkt, der ja doch ein ganz gewichtiger Punkt ist in einer Beziehung, versagt er ja offensichtlich völlig. Und er belügt dich, betrügt dich und verletzt dich. Mhm. Jetzt ist die Frage, ob du das weiterhin nehmen willst, nur weil er auch andere gute Züge hat. Ich würde das an deiner Stelle nicht hinnehmen. Ja. Ich würde es an deiner Stelle nicht hinnehmen, weil er irgendwann dich auch verachten wird deshalb. Irgendwann verachtet ein Mensch, der jemanden anderen betrügt, immer. Und wenn du sagst, ich liebe ihn und er kriegt das mit, irgendwann wird er innerlich denken, was ist denn das für eine schwache Person? Respekt verschafft man sich bei Menschen, indem man einen klaren Standpunkt bezieht, unter Umständen auch geht. Aber nicht, indem man immer wieder hinterher hechelt. Das verachten die Menschen. Das stimmt. Ich würde dir raten, wenn du schaffst, vielleicht brauchst du auch noch ein paar mehr Anläufe. Ich würde dir raten, geh auf Distanz und trenn dich von dem Mann.
Vielleicht schaffst du es nicht sofort, aber ich würde dir raten, auf jeden Fall das sehr intensiv zu versuchen. Mhm. Mehr kann ich dir nicht sagen, leider. Ist meine Meinung zu dem Fall. Mhm. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ich danke dir. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Tschüss. Thorsten, 30 Jahre. Hallo Thorsten. Ja, hallo. Jo. Hallo. Ja, bei mir ist es der Fall, dass meine Frau ihr wahres Gesicht gezeigt hat. Ja. Das heißt, ich habe sie 2002 kennengelernt und ein Jahr später haben wir geheiratet. Das heißt, sie ist 8 Jahre älter, hat 2 Kinder, ist schon 2-mal verheiratet gewesen. Und ich habe gedacht, alle guten Dinge sind halt 3, ne? Es war eigentlich alles prima. Sie ist lieb, sie ist nett, sie hat mich betüttelt von vorne bis hinten. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass da irgendwas ist. So nach und nach kam es dann raus. Wir sind dann ein Haus gezogen. Nach einem Jahr kriege ich da einen Anruf. Liegt mit 40 Fieber und einer Lungenentzündung auf der Couch. Und da rufen die Hausbesitzer an. Deine Frau lag auf der nein, Couch? Nein, ich lag auf der Couch mit 40 Fieber und bin ja sonst immer Schichtarbeit und kaum zu Hause. Hat die Hausbesitzer angerufen, ich wäre ein Hausbesetzer und. Und ich denke, was wollen die Leute von mir? Dann hat sich herausgestellt, dass sie ein Jahr lang die Miete nicht gezahlt hat. Ja, das heißt, Postbote abgefangen, Briefe abgefangen, Gerichtsvollzieher abgefangen und ich habe von nichts gewusst. Ja. Hatte sie denn die Vollmacht, das Geld zu bezahlen? Oder hast du ihr das Geld? Sie hatte alle Vollmacht. Also sie hatte am Anfang meine Bankkarte, sie hat gesagt, sie macht alle finanziellen Dinge. Ach so. Und da ich noch nie so richtig involviert war in dem ganzen Kram, habe ich gesagt, okay. Ach so. Und ja gut, 8 Jahre älter, ich war 2-mal verheiratet, 2 Kinder, denkt mal gut, die Frau hat Erfahrung. Ne? Nicht unbedingt, nein. Nee, da machen die 8 Jahre nicht viel aus. Aber da bist du auch ein bisschen naiv, muss ich ja sagen. Hast du ihr in die Hand gegeben und hast gesagt, mach mal. Richtig. Also heute weiß ich, also ich, seit 1.8. sind wir getrennt. Ach so. Und heute weiß ich, ich bin sehr blauäugig und naiv gewesen. Mann, ja. Die hat die Miete 1 Jahr nicht bezahlt. Das ist ja schon eine ganze Menge Kohle, kommt da zusammen. Ja, das ist aber lang noch nicht alles, leider. Wie viel Geld insgesamt hat sie? Jetzt insgesamt bin ich bei 26.000. 26.000 Euro. 26. Boah, ja, 26.000 Euro. Ja, und ich kann eigentlich froh sein, dass ich noch am Leben bin. Weil ich im Nachhinein dann auch eine Lebensversicherung, das heißt eine Unfallversicherung auf meinen Namen in ihrer Schublade gefunden habe, die ich nie abgeschlossen habe, ist auch so ein Ding auf jeden Fall. Ich habe gesagt dann mit dem Haus, ich regel das, habe mich mit den Leuten in Verbindung gesetzt, bin auch schon runter bei denen von, 12.000 waren es bei denen damals, bin schon runter auf 3.000 und es war alles irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, sie hat gesagt, das war aus Versehen und ach, keine Ahnung, ich habe mich so beschwatzen lassen. Also diese Schulden, die sind jetzt auf deinem Konto? Die trage ich. Ich trage komplett alles. Du trägst komplett alles. Das heißt, du musst dich um diese 26.000 Euro insgesamt kümmern. Richtig. Sie ist also in der Hinsicht verdammt clever, denn ich habe jetzt im Nachhinein erfahren, der zweite Ehemann musste sogar sein Haus verkaufen, weil sie mit dem so eine ähnliche Show abgezogen hat. Also erfährt man alles immer im Nachhinein, ja. Also da hat sie mir auch andere Sachen erzählt und also so blauäugig und blöd kann man eigentlich nur einmal im Leben sein, ne? Also das ist ja ein ganz klassischer Fall, ne? Dass man jemanden toll findet, sich in jemanden verliebt, den sogar heiratet und ihm dann das Vertrauen schenkt, hier, meine Finanzen kannst du regeln. Sie wollte es auch unbedingt, weil sie, sie hat die Zeit dazu gehabt, also vom Beruf auch her. Sie war halt dann meiste Zeit zu Hause. Glaubst du im Nachhinein, dass die dich nur haben wollte und geheiratet hat, um dich abzuzocken? Teilweise ja, leider. Mittlerweile ja. Was empfindest du für die Frau? Mittlerweile Mitleid. Ja? Ja, weil also... Ich glaube, wenn ich du wäre, würde ich doppelt empfinden. Einmal hätte ich, glaube ich, einen großen Zorn auf mich selbst. Ja, das auch. Und natürlich dann auch einen Zorn auf die Frau. Aber Mitleid, warum Mitleid? Weil die ganze Zeit über ich gemerkt habe, dass mit ihr was nicht stimmt. Und ich mich mehr an ihre Gefühle gehängt habe, um zu erfahren, was mit ihr los ist. Und dass ich selbst an mich gar nicht mehr richtig gedacht habe. Das heißt, also ich habe sogar irgendwann an mir gezweifelt. Du sagtest vorhin gerade bei jemandem, man richtet sich auch nach dem Bauchgefühl. Ne? Ja, ja.
Und so ein Bauchgefühl hatte ich immer, dass irgendwas nicht stimmt oder so. Okay, aber trotzdem die Frage, warum Mitleid? Warum empfindest du Mitleid für sie? Sie hat dir ja nur, sie hat dir ja massiv geschadet. Ja, richtig massiv. Mitleid in dem Sinne, dass sie, ja, ich habe das Gefühl, dass sie gar nicht richtig weiß, was sie mit den Menschen, mit den Gefühlen überhaupt macht, ja. Das ist aber eine großmütige Einstellung, wenn man so hinter sich geführt worden ist und hat 26.000 Euro Schulden an der Backe und dann sagt, es tut mir eigentlich leid. Mir geht's gar nicht mal so ums Geld, eher so um die Gefühle, um die Kinder, weil ich die auch gemacht habe. Meinst du denn wirklich, dass die Frau ernsthafte Probleme hat oder meinst du wirklich, dass die irgendwie, offensichtlich meinst du, dass die Probleme hat und nicht, dass die rein kaltblütig vorgeht? Ich weiß es nicht. Also ich habe auch von Freunden gesagt bekommen, die mit ihr zu tun hatten, also die sie länger kennen als ich, die sich mittlerweile von ihr schon abgesondert haben, ja. Mhm. Also sie wäre sehr kaltblütig, korrupt, ja. Mhm. Ist denn euer Kontakt jetzt im Moment? Gar nicht. Also ich bin ihr noch 2 Wochen hinterhergelaufen, weil, weil ich das alles irgendwie nicht wahrhaben wollte, wie Männer halt so sind. Mhm. Ja. Du hast auch gesagt, ach, ich liebe sie doch. Ja, teilweise schon und habe auch gesagt, dass ich gern nochmal mit ihr irgendwie was probieren würde und ich doch den ganzen Scheiß irgendwie da drauf kack, aber so im Nachhinein habe ich immer mehr erfahren nach der Trennung, ja. Aber lass mich mal eben zwischendurch fragen. Ich höre ja immer wieder meistens von Frauen, denen übel ist widerfährt von Männern. Und dann sagen die immer, gerade hatten wir auch so einen Fall, ja, aber ich liebe ihn doch, ich liebe ihn doch. War das bei dir auch so, dass du, als du schon gemerkt hast, dass mit ihr da eine ganze Menge falsch läuft, war immer noch so, dass du dachtest, ja, ich liebe sie aber trotzdem? Ja, das ist einmal, weil man ja nicht so gern alleine ist, ja. Mhm. Und zweitens, ich habe gedacht, das ist halt für ewig, weil, keine Ahnung, also ich habe es einfach vorgehabt. Ich wollte einmal in meinem Leben was richtig machen und das durchziehen und sie hat einem auch das Gefühl gegeben einfach. Sag mir mal eine Zeitspanne. Wie lange hast du gebraucht, um radikal zu sagen, nee, jetzt ist Schluss, ich gehe. Wie viele Monate oder ein Jahr? Also alles insgesamt, fast 2 Jahre. Oh, also, ja. So, ja. Und jetzt ist der Kontakt völlig, völlig abgebrochen? Ja. Mhm. Also ich will auch gar nicht mehr, ja, um Gottes Willen. Also nachdem ich jetzt erfahren habe, was alles gelaufen ist und dass sie eigentlich vor der Hochzeit schon Gelder unterschlagen hat, ja. Mhm. Das heißt, am Anfang hat sie meine Bankkarte gehabt, dann wollte sie, dass ich das Geld auf ihr Konto laufen lasse. Mittlerweile weiß ich auch warum, weil dann auf dem Konto eine Pfändung war. Mhm. Und hast du denn die Möglichkeit, juristisch irgendetwas zu unternehmen? Also finanziell nein. Mhm. Ja, weil da war sie verdammt clever. Sie hat also alles auf meinen Namen laufen lassen und also die Kohle, die kann ich abstreichen. Ja. Ja, also das Einzige, wo ich sie vielleicht dran kriegen könnte, wären, dass ich nachkontrollieren kann, ob die Unterschriften, die irgendwo gemacht wurden, also meine die sind. Gefälscht sind. Ja, ja, also ja. Das ist eine Sache, da kann ich vielleicht ein bisschen was nachprüfen, da bin ich auch schon dran. Du bist ja nun auch nicht der superreiche Typ. Das heißt, da wirst du jetzt eine ganze lange Zeit dran beißen müssen, ne, an diesen Schulden. Ja, da habe ich schön dran zu knabbern. Mhm. Also allein letzte Woche habe ich Rechnung gekriegt für 1.600 Euro. Wahnsinn, für nix dann. Ja, also 500 Telefon, 500 Strom, 600 Gas, ja. Mhm. Denke, hey, jetzt wo ich ja Post bekomme, ja, wo sie ja keine mehr abfangen kann oder so, ist es natürlich total extrem, ja. Bist du denn sicher, dass du schon alles gesichtet hast oder kann da irgendwie noch was auftauchen, was sie vielleicht irgendwie... Ach, da wird bestimmt noch was auftauchen, weil ich habe vor der Ehe, war ich mit einer Frau zusammen, mit der habe ich eine Tochter. Mhm. Und der Unterhalt wurde von meiner Frau auch unterdrückt, ja. Da kriege ich demnächst noch neue Gerichtsverhandlungen. Wegen Unterlassung des, Unterhaltspflicht. Verstehe. Also, ja. Dir ist übel mitgespielt worden. Ja, total. Hat das jetzt eine Konsequenz? Bist du generell jetzt kritischer Frauen gegenüber? Auf jeden Fall. Also, die Nächsten, die brauchen Lebenslauf, ja. Ja, und du wirst auch schon vorsichtig sein mit dem Geld, ne? Dass das ja, gleich, das auch. Das kannst du nach, wenn man sehr lange mit jemandem zusammen ist und jemanden wirklich kennt, kann man das aus der Hand geben, aber nicht so schnell. Ja. Mein Lieber, das mache ich auch nie wieder. Die Sendung ist vorbei. Ja. Ich bin froh, dass du trotzdem irgendwie noch ganz gut drauf bist. Du wirkst relativ locker. Ja, mittlerweile schon. Ja. Alles Gute, alles Liebe, Thorsten. Ja, dir auch, ja. Dankeschön, tschüss. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche hier von uns. Ich bedanke mich bei meinen Leuten, bei meinem Team, bei Gundel Blendin, bei Uli Kapp, Katrin Paulsen, Marco Rössler, Christian König, Christian Part, Vivian Marschak,
Heinrich Schanzig und Peter Ofsianowski. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht, eine gute Nacht und morgen gibt es den Promi-Talk mit Anke Engelke. Macht's gut, tschüss.